Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so eine weitere Folge von meinem kleinen Goldtagebuch präsentieren. Und ja, mittlerweile sind wir hier in Patch 9.2 angekommen. Sonderlich viel Goldtechnisches gab es jetzt in dem Patch noch nicht. Wir wollen jetzt in dem Video einmal so ein bisschen den Postkasten aufmachen, ein bisschen gucken, was wir die letzten 4 Wochen so erwirtschaftet haben. Und zusätzlich noch ein bisschen über die ein oder andere Goldmethode sprechen, die vielleicht jetzt im Patch relevant ist. Und ja, mal gucken, schon mal so ein bisschen vielleicht das Setup legen für die nächsten 4 Wochen, wo ich denke, dass dann da ordentlich was gehen würde. Vor allem Legendary Market, blaue Item Market. Und ja, ich würde sagen, wir schauen einmal rein. Und zwar hatte ich ja vor 4 Wochen, waren wir stehen geblieben bei dem Main-Account bei 22 Millionen Gold, beim Second-Account bei 75 Millionen Gold. Zusammen waren das dann insgesamt 97 Millionen, quasi knapp wieder unter den 100 Millionen. Wir hatten ja die Woche davor, was heißt die Woche davor, also in dem Zeitraum davor, was etwa immer so 4 Wochen sind, waren wir ja schon gut über den 100 Millionen, bei 111. Ich hatte dann aber für Konsumausgaben einiges ausgegeben, und zwar 21 Millionen. Was sind Konsumausgaben? Unter anderem sind es halt Sachen, wo ich nichts im AH gekauft habe fürs Craften, wo ich wieder mehr Gold mitmache, sondern das sind halt Ausgaben, wo ich halt irgendwas raushau, was dann halt keinen Return bringt. Heißt, ich habe mir irgendwie einen T-Mog gekauft, ich habe mir irgendwie teure Rezepte gekauft oder alles mögliche andere, was sich dann halt aufbraucht, ne? Was halt nichts mit jetzt dem Craften an sich zu tun hat. Genau, und dann würde ich sagen, schauen wir jetzt einmal rein, wo wir jetzt gerade stehen. Ich habe jetzt schon mal geschaut gehabt, hier auf dem Main-Account sind wir jetzt runter auf die 14 Millionen und auf dem Second-Account sind wir runter auf 43 zusammengezählt. So ein Pi mal Daumen sind es jetzt 55 Millionen. Heißt, wir haben schon einiges verloren, über 40 Millionen sind wir runter. Das sind auch wieder ein paar Konsumausgaben, aber natürlich auch, ihr wisst es, ich bin relativ groß im Crafting-Business unterwegs, natürlich auch einige Mats-Ausgaben, und das sind natürlich Produktionskosten. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein, was habe ich dieses Mal an Konsumausgaben rausgehaut? Auch wieder einiges, zusammen sind es 3,3 Millionen, zum Glück keine 33 Millionen, also 3,3 Millionen haben wir rausgehauen. Das war überwiegend T-Mog und Rezepte-Gedönse, da habe ich ja auch schon Videos gemacht, meine kleine Waste of Money Videoserie, da könnt ihr auch gerne reinschauen, wenn ihr dementsprechend da euch für interessiert, für was ich das Gold genau ausgegeben habe. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir die 45 oder was das knapp sind, Millionen wieder reinholen, die wir an sowohl Konsumausgaben hatten, als auch an quasi Craft-Kosten. Gut, ich habe jetzt als ersten Char auf meinem zweiten Account hier den Druid. Da habe ich ja, wie die letzten Male auch schon, so ein bisschen den kleinen Krimskrams drin im Postkasten. Ihr seht, da ist jetzt nicht sonderlich viel am Start. Da können wir jetzt einmal hier den Chat ein bisschen hochziehen, können wir das schon mal rausholen. Hier ist halt hauptsächlich, sind halt Mats drin, ein paar T-Mog-Sachen sind hier drin, dann sind ab und an, ja, auch Pets und Rezepte, aber das ist halt Krimskrams. Da ich auf Anto im Moment nicht sonderlich viel mache, sind auch nicht sonderlich viele Mats da. Das sind eher so Restbestände. Waren jetzt hier 57.000 Gold. Ich sag mal so, alle paar Tage haue ich das Zeug wieder rein, aber viel kriegst du nicht raus. Aber ein bisschen über 50k haben oder nicht haben, ne? Ihr seht, hier ist alles mögliche an T-Mog-Zeug drin. T-Mog zu verkaufen halte ich jetzt eh nicht sonderlich viel von, aber wenn man es eh nebenbei kriegt, kann man es ja mal probieren, loszuwerden. Gut, dann würde ich sagen, locken wir schon mal weiter. Und zwar gehen wir einmal jetzt auf meinen Monk. Mit dem verkaufe ich ja so ein bisschen die Legendary-Teile, die Craft-Teile, 200er Item-Level und 230er, die werden ja jetzt bald ein bisschen höher gebastelt, und da kann man wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Gold dann drüber machen. Jetzt schauen wir mal, was wir da rausziehen, beziehungsweise wenn wir da einloggen, kann ich eigentlich auf dem Main das gleich machen, auf dem Main-Account. Und zwar schauen wir mal hier rein in den Postkasten, wir haben Verkäufe 903, also doch ein bisschen was, ist aber tatsächlich weniger als jetzt die letzten Male, ne? Also man merkt schon, so vor 9.2 hat es so ein bisschen geschwächelt. Da haben natürlich jetzt viele Leute auch Pause gemacht, beziehungsweise nicht unbedingt die Legendary-Sachen gekauft. Und dementsprechend werden wir wahrscheinlich heute nicht so die Riesengewinne rausziehen. Dennoch würde ich sagen, lernen wir den Postkasten mal aus.
für die Leute, die vielleicht das erste Mal dabei sind, was verkaufe ich mit dem Char hier? Ich habe mit dem sowohl Schmiedekunst als auch Lederer und ich verkaufe halt die 200er Leder-Items, also sowohl Kette als auch Leder, dann die 200er Schmiede-Items, weil Schmied habe ich halt auch, und dann halt alle Legendary Base Piece Teile von Stufe 1 bis 6 hoch und hoffentlich dann bald auch die Stufe 7, ne? Die man bald dann auch basteln kann. Ich bin auch kräftig schon am Ruf farmen. Ich farm sowohl mit meinem Main den Ruf, als auch sowohl mit dem Monk, als auch mit dem Hunter auf dem zweiten Account. Und dann habe ich noch einen Hexer. Da geht es aber weniger ums Gold machen. Da geht es mir eher um Rezepte sammeln. Das ist dann so ein bisschen für meine Collection relevant, ne? Aber das hat mit Gold machen relativ wenig zu tun. Der hätte zwar auch Schneider und mit dem könnte ich dann auch den das Rang 7 Item herstellen, aber ja, ich sag mal so, ich glaube, da müsste ich erstmal die ganzen Ränge noch hochskillen. Werde ich zwar eh noch machen, weil ich es fürs Collecten haben will auf dem Main Account einfach. Da ich aber Schneider und VZ habe, ist es ein bisschen ein Problem damit Gold zu machen, denn bei Schneider lohnen sich die Legendary Items nicht herzustellen, weil man da einfach irrsinnig viel Mats braucht. Also Blizzard hat da irgendwie das 10-fache an Mats reingehauen, was du brauchst für, wenn dann dieses Legendary Items. Ich kann es euch mal zeigen, was ich genau meine. Moment, jetzt seht ihr den Chat gerade nicht, aber ihr seht ihn ja hiermit. Was ich meine ist quasi dieses Rudiment, ne? Und das kostet beim Leder relativ geringe Mats. Beim Schneider brauchst du teilweise 200, 300 von den Stoff. Die sind zwar tendenziell ein bisschen günstiger, aber trotzdem ist es so, dass man für ein Rudiment bei einem Schneider wesentlich mehr zahlt als beim Lederer oder bei einem Schmied zum Beispiel. Und das Problem ist halt, dass viele, so wie ich das auch mache, das Rudiment dann auf dem Beruf herstellen, wo es am günstigsten ist. Zum Beispiel im Main habe ich Schneider, hier Lederer plus Schmied und ich stelle das immer beim Schmied her, weil beim Schmied kostet es wesentlich weniger als beim Lederer, ne? Und ich glaube, Schneider ist mit Juve eins der teuersten zum Herstellen und deswegen wird es sich wahrscheinlich nicht lohnen, sowohl das alte Rudiment, ne, auf einem Star, der nur Schneider hat, herzustellen und ja, deswegen werde ich es wahrscheinlich nicht nutzen können, obwohl ich es mehr hochfarm, aber naja, muss man mal gucken, vielleicht ist es ja mit dem neuen ein bisschen besser, es gibt ja jetzt auch dieses Rang 7 Ding schon, da braucht man aber blöderweise einen Ruf von Wohlwollend bei den Erleuchteten, da bin ich mittlerweile mit den Chars ja schon dran und du musst die Kampagne auf zumindest Strang 5 haben, also das wird noch beim, ja, bei der Aufnahme hier, beim Zeitpunkt der Aufnahme, etwa 2 Wochen dauern. So, wir haben ein bisschen was rausgenommen, jetzt müsste der Ding voll sein, ihr seht schon, ich bin am Goldcap mit dem Char, dann werden wir mal ein bisschen was auslagern. Und zwar würde ich sagen, lagern wir das hier auf meinen Twink aus. Machen wir mal eine halbe Million, oder eine halbe Million, machen wir mal 5 Millionen, dass wir wieder ein bisschen Platz haben. Gucken wir mal, was wir hier noch so drin haben. 300 Mail-Slots haben wir noch, vielleicht kommen wir nochmal aufs Cap. Ja, dann können wir eigentlich auch gleich nochmal ein bisschen drüber reden, was es denn so an neuen Sachen gibt. Und zwar kann man ja jetzt mittlerweile einmal hier das neue Rudiment holen, ne? Das kostet tatsächlich von der Legendary-Materialie nicht mehr 40 wie das alte, sondern ihr seht, man braucht nur 2. Die sind zwar jetzt hier zum Beispiel auf Blackmore relativ teuer, also 10.000 eins, ne? Auf manchen Servern ist es schon ein bisschen günstiger. Am Anfang waren sie tatsächlich mal hier sowohl auf Anto als auch auf Blackmore auf bis zu 2.000 runter. Ich habe schon ein bisschen überlegt, soll ich mir die kaufen? Dachte mir, ihr wisst vielleicht, mit dem Hornbike bin ich ein bisschen auf die Schnauze geflogen und dann dachte ich mir, ich gamble jetzt vielleicht nicht. Jetzt mittlerweile bin ich es am bereuen. Wahrscheinlich gehen die Teile aber nochmal einen Ticken runter, vermute ich mal. Schlichtweg deswegen, du wirst jetzt nochmal 2 Wochen haben, wo man die Sachen farmen kann, aber keiner großartig Nutzen daraus schlagen kann, ne? Weil du die Dinger noch nicht umwandeln kannst. Deswegen vermute ich, die werden noch einen Ticken runtergehen und sobald du das Legendary bauen kannst, wird es einen riesen Peak geben, da werden sie sehr teuer und dann werden sie langsam wieder droppen. Und dann ist halt die Frage, wann man jetzt zuschlägt, ob man jetzt davor sich noch einen kleinen Vorrat aufbaut, bevor dieser große Peak kommt, oder ob man es ein bisschen drauf ankommen lässt. Und da bin ich noch ein bisschen am überlegen, wie ich es machen werde tatsächlich. So, dala, wir haben jetzt alles mit dem Main rausgezogen und jetzt sind wir bei 9,3 Millionen plus die 5 Millionen, die ich weggeschickt habe. Da würde ich sagen, locke ich mal fix um, dass ich das auch richtig im Add-on gespeichert habe, hätte ich gesagt. So.
dann würde ich sagen, können wir parallel mal beim Monk gucken. Also da habe ich jetzt mal das Gold rüber geschickt. Gut, bei dem Monk habe ich auch einiges verkauft, hoffe ich. Genau, wir haben ja 693 Items haben wir vertickt, auch ein bisschen was. Da können wir auch wieder den Chat einmal hochziehen. Machen wir mal diese ganzen Addon-Gedönse aus. Und dann nehmen wir das Gold mal raus. Das hat ja noch so ein Restgold im Inventar, wahrscheinlich nicht mehr so viel. Ja, 700k, ne? Also ich denke mal, knappen Cap müssten wir eigentlich auch einmal rausziehen aus dem Postkasten. Was habe ich mit dem Monk? Mit dem Monk verkaufe ich sowohl Schmiedekunst als auch Schneider-Items. Auch hier wieder die 200er-Item-Level-Items, die 230er-Items und die Legendary-Pieces von Stufe 1 bis Stufe 6 hoch. Und dementsprechend auch wieder alle Teile. Also das habe ich hier alles schon mal hochgezogen. Also sprich, da haben wir schon mal das ein oder andere. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir da rausziehen. Ach ja, worüber ich auch noch ein bisschen sprechen wollte. Das Legendary kann man erst in 2 Wochen etwa verkaufen, ne? Weil man dann halt erst die Kampagne soweit hat. Aber die Geschichte ist, man kann schon andere Teile sich holen. Und zwar, es gibt sowohl ein Item, hier Handwerksmal Nummer 4 müsste das sein. Genau, das haben wir hier. Das erhöht nämlich unser Item-Level auf 233 mit den Crafted Items. Das könnt ihr auf jedem Slot quasi einmal bauen. Und das andere, was wir haben, ist das Mal des Handwerkers der ersten. Und da können wir einen Teil auf 262 hochbauen. Und das ist eine relativ schöne Sache. Und ich sehe aber gerade, du brauchst eins von diesen Legendary Items auch hier schon. Das hatte ich jetzt echt gesagt noch gar nicht gesehen. Das brauchst du beim Schmied wahrscheinlich auch bei allen anderen. Dann hätte ich sie mir vielleicht doch bunkern sollen. Ich habe mir das ehrlich gesagt jetzt die letzten Tage nicht so genau angeguckt. Seht ihr, man braucht die Legendary-Materialien da auch. Ha, das ändert natürlich alles, weil wohlwollend wirst du wahrscheinlich mit dem einen oder anderen Char schon Mitte dieser Woche... hätte ich mir vielleicht doch ein paar bunkern sollen. Das ist blöd, weil das hier... Ne? Also das Handwerks mal 4 ist für Twinks nice, dann kannst du deine Twinks hier auf 233 gieren. Schön und gut, ne? Oh, wir sind einmal am Cap, warte mal, ich muss mal wieder Gold wegschicken. Jetzt schauen wir mal kurz. Wo haben wir denn noch was frei? Beim Taylor DH hätten wir, könnte ich mal, da können wir mal ein halbes Cap hinschicken, oder? Wie viel haben wir denn da noch? Warte. Sind ja nicht mehr so viele. Ich schicke mal 2-3 Millionen rüber. Das müsste eigentlich erstmal reichen. Oder machen wir mal 4, dann sind wir auf der sicheren Seite. Oh, Mist, jetzt habe ich zum falschen Schal geschickt. Warte, Boost Tela ist auch einer von meinen, ne? Ja, gut. Egal. Naja, dann habe ich es zu dem Schal. Bitter wäre jetzt gewesen, wenn wir 4 Millionen zu irgendeinem anderen geschickt hätten. So, nee, was ich meinte, hier wird es wahrscheinlich dann ein bisschen blöd, ne, weil das 262er-Item, das werden halt einige haben wollen. Das will ich auch tatsächlich auf meinem Main einmal craften. Erstmal, weil es halt mehr Item-Level hat als die Items, die ich im Moment anhab, ne. Ich habe meistens halt die 252er-Items, beziehungsweise das 259 habe ich, glaube ich, eins von Sylvanas und eins von Kel'Thuzad an. Und der Rest ist halt auf Lower, ne? Dementsprechend ist das ein Item-Level-Upgrade. Aber es gibt da auch nochmal zusätzliche Sachen. Da können wir uns hier auch mal was reingucken. Du kannst mittlerweile, hast du hier jetzt 4 Slots, ne? Einmal hier für die Stats, die 2 Slots. Dann hier für die Upgrade-Teile, wo man jetzt dann bald die höheren Item-Level-Sachen hat. Und es gibt noch einen zusätzlichen Slot, wo du so Special-Verzauberungssachen draufbauen kannst. Diese können andere Berufe herstellen. Unter anderem, ich habe mit meinem Juve schon was gekriegt. Ich habe mit meinem VZ schon was gekriegt. Ich habe mir jetzt noch nicht alle im Detail angeguckt, aber so wie es aussieht, kannst du da Items drauf machen. Bei einem hast du, glaube ich, ein bisschen mehr Heilung und Vermeidung bekommen. Bei einem hast du irgendwie so eine Bombe, wo du ein bisschen Damage machen kannst. Es soll, glaube ich, ja eh Schaden sein. Ist halt die Frage, wie stark die sind. Und dann könnte man die noch zusätzlich auf diese Items draufknallen und hat dann halt nochmal lauter Sondereffekte. Also das muss ich mir noch einen Ticken genauer tatsächlich angucken. Achso, warte mal, ich muss mal gucken. Mit dem 2er-Account wollten wir jetzt einmal hier das Gold rausnehmen. Danke für die Geduld. Dass wir da die richtigen Daten haben. Genau, machen wir das mal. Dann können wir eigentlich bei dem wieder ausloggen. Und dann weiter swappen. Oh, ich sehe es gerade. Ich bin nochmal am Cap angelangt. Also wir müssen nochmal ein bisschen Gold wegschicken. Wie viel ist denn da jetzt noch drin? 600k. Okay, wir schicken nochmal 1 Million weg. Und dann müsste es eigentlich gut sein. Dann haben wir jetzt, merken wir uns, etwa
Oder ich schicke ein bisschen weniger als eine Million weg. Der hatte ja noch, glaube ich, ein paar tausend Gold. Genau, 4000. Dann schicken wir 900.000 weg. Halt, nicht neu. Moment, eine Null muss weg. So, okay. Dann können wir nämlich hier das Restliche rausnehmen. Ja, was haben wir dann da gemacht? Dann haben wir da quasi 1,5 Goldcaps wieder rausgezogen. Ist jetzt nicht super viel, aber ist okayisch tatsächlich. Ja, also ich würde mal vermuten, dass sich es tatsächlich dann lohnen könnte. Vielleicht mit einem Juwel-Char, vielleicht mit einem VZ-Char und ich glaube, ein, zwei andere Berufe können diese Items noch herstellen, ne, die man zusätzlich noch draufbasten kann, dass sich das dann lohnen könnte, diese Berufe vielleicht auch noch ein bisschen hochzuskillen, die Sachen dann herzustellen, um sich selbst versorgen zu können. Ne? Ich habe jetzt eins von den Items, wie gesagt, auf meinem Verzauberer, der ist auf Lothar, das ist ein Low-Pop-Server und da sind, ich glaube, die Mattkosten, um das Ding herzustellen, vielleicht 1000 Gold. Im Auktionshaus ist es für 7k. Müsste da nochmal gucken, wie die Frequenz ist, wie das weggeht. Und da macht es wahrscheinlich dann tatsächlich Sinn, wenn man die Sachen sich selber herstellen kann und dann direkt Items anbieten kann, die sowohl vom Item-Level auf 262 sind, gute Stats drauf haben und dann nochmal diese beste Verzauberung. Ich vermute, dieser RE-Schaden wird einer der stärkeren Sachen sein. Aber das muss ich mal noch ein bisschen ausprobieren. Werde ich mal verschiedene Sachen herstellen, ins Auktionshaus schicken, stecken und dann mal gucken, was man da so in Gold macht. Was ich jetzt halt nicht bedacht hatte, haben wir ja gerade gesehen, wir brauchen die Legendary-Materialien auch, um die 262er-Items herzustellen. Was bedeuten könnte, dass die Legendary-Mats doch wesentlich nachgefragter sind, als ich vielleicht dachte und dementsprechend sehr, sehr teuer werden. Ne? Also müsste ich mal gucken, wie das aussieht. So, jetzt switchen wir mal hier einmal auf den Hunter. Das ist jetzt einer der letzten Goldchars, die ich noch habe. Und zwar haben wir hier auch nochmal 1000 Items oder ja, Items verkauft. Und ja, 1,4 Millionen haben wir noch. Ja, ich würde sagen, jetzt gucken wir mal, was wir da noch rausziehen. Ich hoffe, dass wir hier nicht 1,5, sondern fast 2 Goldcaps rausziehen. Was verkaufe ich mit dem? Ich verkaufe sowohl mit dem Leder-Items und Juwel-Items. Da auch wieder die 200er-Item-Level-Sachen, 230er und die ganzen Legendary-Piece-Teile. Bei Juwel gibt es halt nur zwei, da gibt es so einen Hals und die Ringe. Nichtsdestotrotz verkaufen sich die relativ gut, weil halt viele Klassen, ne, die für ihr Legendary tatsächlich brauchen. So, jetzt gucken wir mal, was wir da noch so rausziehen. Und dann kann ich da mal schauen, ob es hier genauso ist, nebenbei. Ja, da brauchst du sogar zwei? Was? Ah ne, okay, das ist das Legendary-Teil. Ich wollte gerade sagen, ich habe es falsch eingeklickt. Nein, du brauchst auch nur eins, ne? Okay, passt. Ich bin mich gerade richtig am Ärgern. Ich hätte diese Teile, diese Legendary-Dinger, hätte ich kaufen sollen, an den ersten Tagen, wo die teilweise auf 2000 runter sind, ne? Ich bin halt so davon ausgegangen, dass man die nur für das Legendary braucht, also für das Rudiment und nicht für das Mal des Handwerkers der Ersten. Ne? Und ich dachte halt jetzt 2 Wochen, da werden die Preise noch ein bisschen schwanken, da wird es bestimmt runtergehen, dann kann ich mir vielleicht vorher ein paar kaufen, aber das andere ist wahrscheinlich jetzt Mittwoch schon der Fall. Ihr seht, heute ist quasi Sonntag, wo ich das aufnehme. Quasi in der ersten Woche, wo der Patch rausgekommen ist. Und ich bin jetzt bei dem Twink schon bei 4000 Ruf. Der ist halt Mensch, ne, und kriegt nochmal diese 10% extra. Also das merkst du tatsächlich schon. Und ja, jetzt dauert es halt nicht mehr lang. Nächste Woche gibt es ja dann wieder 1000 Ruf für die Weekly Chest. Die haben sie dann ein bisschen abgeändert, dass man sie wirklich nur noch einmal in der Woche machen kann. Sprich, ich denke mal, mit dem Char Mittwoch, Donnerstag, Freitag bin ich spätestens auf Wohlwollen, da kann ich mir das Ding schon kaufen, dann werden wir halt die Materialien tatsächlich schon brauchen. Also da habe ich mich tatsächlich ein bisschen verkalkuliert. Gut, sei es drum. Jetzt haben wir hier nochmal ein bisschen was rausgezogen. Ich hatte auf den anderen Char ja 4,9 rübergeschickt. Jetzt kann ich nochmal 5 Millionen auch auf dem einen hier schicken. Machen wir das doch mal. Dann hätte der nämlich auch nochmal Cap. Dann ziehen wir mal. Wird denn hier noch drin sein? Wird da nochmal ein Cap drin sein? Ich hoffe es eigentlich, ne? Ja, komm, dann schicken wir jetzt nochmal zu irgendeinem anderen Char, den ich hier auf der Liste habe. Gucken wir mal, was wir hier noch haben. Wir haben den Taylor DH. Zu dem schicken wir auch nochmal das restliche Gold. Warte mal, ein bisschen was ziehen wir noch raus, dass wir eine 5 Millionen haben. Okay. Ach, stimmt, ich habe ja mal eingestellt, dass ich das Gold nicht rausnehme, ne? Dass ich versehentlich nicht
das vorher schon entnehmen. Passiert mir zwar trotzdem ab und an mal, aber ich versuche das eher so ein bisschen zu vermeiden. So, dann schicken wir nochmal 5 Millionen rüber. So, nicht zu dem Boost-Tiller. Das ist immer das Blödste, was dir passieren kann. Ich weiß, die meisten Leute haben jetzt nicht diese Problematik, das ist so ein bisschen First-World-Problem, dass man auf einem Char mehr schickt, als quasi Gold-Cap ist, und dann kannst du es nicht aus dem Postkasten nehmen. Da musst du das eine wieder zum nächsten Char weiterschicken und so, das ist immer richtig blöd. Naja, gut, sei es drum. Jetzt schauen wir mal, was wir hier noch so drin haben, und parallel gucke ich mal. Ja, auf dem Main sind wir schon wieder eingeloggt. Passt, perfekt. Auf dem Main habe ich übrigens ein bisschen weniger Ruf. Der ist leider kein Mensch und dementsprechend hinkt der so ein Ticken hinterher. Man kann tatsächlich aber mittlerweile schon ein bisschen weiter sein, ne? Man kann ja täglich die World Quest hier machen. Dann gab es bis zu der Woche noch diese Anführungszeichen Weekly, die man alle 3 Tage erledigen konnte. Wie gesagt, nächste Woche soll das ja anscheinend geändert werden, dass man es nur noch einmal in der Woche machen kann, dafür mehr Ruf bekommt. Und zusätzlich kriegt man ja für die Rares auch noch Ruf 10 bis 15 Rares pro Rare. Und ich habe jetzt tatsächlich mit dem Main bzw. dem Twink das nicht jeden Tag alle abgefarmt, sondern halt die ich auf dem Weg dabei hatte. Deswegen, wahrscheinlich kann man nochmal 500 oder sogar noch ein bisschen mehr Ruf haben, als ich habe. Vielleicht sind ja auch Leute, die Humanoide sind, oder besser gesagt Mensch sind, ne, dementsprechend schon bei 5k Ruf und können dann das Ding vielleicht schon am Dienstag herstellen, wenn es ich erst am Mittwoch oder Donnerstag basteln kann. Ne? Also, bis, wenn man da am Anfang ordentlich reingehasselt hat, kann man vielleicht da sich noch einen kleinen Vorteil rausholen. Ich habe jetzt halt lieber auf 4 Chars gespielt, ne, um halt mit meinen 4 Craft-Chars etwa gleich auf zu sein, als mit einem richtig durchzuziehen. Und ich habe nebenbei ja noch ein bisschen Achievement-Stuff auch gemacht, der ging für mich vor, aber ich denke mal, das eine oder andere Gold wirst du am Anfang sicher auch wieder mit den Handwerksmal-Items machen können. Jetzt schauen wir mal, wie sieht es im Inventar aus? Ah, wir haben nochmal ein Gold-Cap, okay, sehr schön. Und hier ist es nochmal 1,4 drin. Dann kann ich jetzt sogar an noch einen Char irgendwas weiterschicken. Was haben wir denn nochmal offen hier? Altelara, den könnten wir auch nochmal ein bisschen was geben, oder? Dann schicken wir nochmal dann was rüber. Dann kriegt der auch nochmal 1,5 Millionen. Wenn wir den Rest hier rausnehmen können. Gucken wir mal, was da noch so rumkommt. Ich glaube, ich habe Plus gemacht, ne? Oder was haben wir? Beim einen waren es etwa 1,5 Goldcaps, beim anderen auch. Und bei dem waren es jetzt 2, sogar einen Ticken drüber, ne? Dann müssten wir eigentlich ein gutes Stück auch Plus gemacht haben. So, Postkasten haben wir ausgeleert. Cap haben wir fast wieder. Dann logge ich jetzt meine Charts noch fix durch. Und dann schauen wir mal. Also, wir haben einmal auf da unten, ja, den Boost-Tier-Lager. Naja, gut. Jetzt loggen wir erstmal auf den hier ein. Und dann schauen wir schon mal, was wir auf dem Main haben. Also, Main-Account ist jetzt wieder bei 25.754. Und in meine Tabelle 25.754 waren es, glaube ich. Yep, das haben wir richtig eingetragen. Da sind wir schon mal ein bisschen ins Plus gegangen, obwohl wir halt, wie gesagt, diese Konsumausgaben hatten. Und jetzt muss ich halt die anderen Accounts noch ein bisschen durchloggen und dann können wir das am Ende da quasi auch nochmal zusammenzählen. Was ich ein bisschen schade finde, dass man quasi diese Sachen hier, warte mal, was? Hier, ne, dass man sich das hier nicht anschauen kann, was da genau drauf ist. Also du siehst jetzt hier nur, erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit und die Reitgeschwindigkeit, gut, weiß ich nicht. Aber steht halt leider nicht dran, wie viel Prozent. Das finde ich bei Blizzard mittlerweile immer so ein bisschen schade, dass sie einem die genauen Daten nicht geben. Hier haben wir eine Chance, einen Automarkern zu erzeugen, der explodiert und dabei Schaden sowie Heilung verursacht. Also ich glaube, das hier wird eins der stärksten Dinger werden, ne? Einfach ein bisschen Flat Damage. Müsste man halt gucken, ob das überall funktioniert oder ob das jetzt nur hier in der Zone zum Beispiel geht. Aber ich vermute, dass man es überall machen kann. Und dann, je nachdem wie viel Schaden das macht, kann sich es halt vielleicht schon lohnen. Ne? Wenn man das eine 62er Item hat und das vielleicht jetzt mit dem Zusatz-Item relativ viel Schaden macht, dann ist es vielleicht sogar besser als ein Item aus dem Raid. Eventuell zumindest. Ne? Müsste man halt mal ein bisschen ausprobieren. Ich habe mir halt bis jetzt noch keins gecraftet. Man könnte sich theoretisch die Teile auch auf die alten Sachen drauf machen. Ne? Auf einen
230er oder auf einen 200er Item, aber weiß ich nicht, dafür bin ich jetzt erstmal nicht gewillt, Gold auszugeben. Ne? Das werde ich dann bei den anderen Sachen ein bisschen rumprobieren. Was haben wir hier noch? Erhöht die Vermeidung und die Heilung gelegentlich bei erlittenem Schaden. Genau, das habe ich mit dem Hexe gekriegt. Das kann, glaube ich, der VZ herstellen. Chance, zusätzliche Ressourcen von Leichen zu halten. Das wäre halt gar nicht so verkehrt für einen Farmchar. Ich würde mir fast überlegen, mit Main, je nachdem, wie viel du rauskriegst, weil da kill ich ja sehr, sehr viele Gegner, das draufzuhauen. Vor allem, du könntest dir wahrscheinlich sogar ein komplettes Gear bauen. Vielleicht, ich weiß halt auch nicht, ob das stackt, ne? Das ist halt die Sache. Du kannst dir diese 200er-Item-Level-Teile auf fast jedem Item draufbasten. Oder wenn du dann halt in einer knappen Woche oder einer halben Woche die 233er-Teile craften kannst auf jedem Slot, dann könntest du dir das theoretisch überall draufbauen. Und wenn das stackt, vielleicht kriegst du dann extrem viele Ressourcen, ne? Eventuell. Chance auf Harmonisierung von Tönen gewährt beim Erhalt Primärwert. Okay, da kriegst du ein bisschen mehr Stats. Das hört sich auch nicht so verkehrt an. Also wie gesagt, ist halt die Frage, ob die Sachen halt hochstecken, ne? Erhöht die, genau, das ist mit der Bewegungsgeschwindigkeit Reitgeschwindigkeit. Weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Wahrscheinlich eher nicht. Erlittene Treffer erzeugen Funken. Bei 5 Stapeln gibt einen Kurzschluss den Schaden verursachen. Okay, dann hat man noch ein bisschen extra Damage. Bei Töten von Gegnern wird eure höchste Sekundärstats kurzzeitig erhöht bis zu 5 mal stapelbar. Das hört sich auch nicht so verkehrt an. Erhöht die Dauer von Stärkungseffekte durch Flächen... Ach, Fläschchen und Elixiere und Nahrung. Ah, okay. Also da hast du dann Flask, Bufffood und Elixiere. Gut, Elixiere nimmt eigentlich keiner mehr, wenn wir ehrlich sind. Aber zumindest für die Flask lohnt sich's fürs Bufffood. Ja, Bufffood ist so eine Sache, die nimmst du im Raid oder im M+, stirbst du einmal, dann ist es halt weg, ne? Das ist dann eher so suboptimal. Das hier noch rausnehmen. Und dann habe ich jetzt nur einen Char, auf den wir weiterloggen müssen. Genau, also das sind eigentlich die Teile, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sind es insgesamt. Ja. Und theoretisch könnte man die jetzt hier schon drauf basteln. Wir können mal aus Interesse im Auktionshaus gucken, was die jetzt hier zum Beispiel auf Blackmore kosten. Dass wir da schon so ein bisschen Hintergrund haben. Kann ich die da reinposten? Ah ja. Okay, der ist gar nicht drin. Ah, das hier kostet zum Beispiel nur 800 Gold. Das Ding ist, also ich habe bis jetzt 2 Rezepte gekriegt, die sind beides von irgendwelchen random Mobs gedroppt, ne? Das war ein Juwel-Rezept und ein VZ-Rezept. Es kann halt sein, dass du manche über Ruf kriegst oder über irgendwelche anderen Geschichten, dass du die noch kriegen kannst. Also das scheinen alle drin zu sein. Bis auf das erste, wo ich vermute, dass das das Beste ist, ne? Ist halt die Frage, vielleicht hängt es dann an irgendeinem Ruf noch dran. Weil wir haben ja hier einmal den Händler. Mal den hier. Und der verkauft uns ja schon mal das Grundgedönse, ne? Also da hast du einmal hier Legendary Teil. Dann haben wir hier das Mal des Handwerkers auf Wohlwollend. Und hier Mal des Handwerkers der Ersten auf Wohlwollend, ne? Also höher muss man mit seinen Craft-Chars, so wie ich das gesehen habe, gar nicht hochgehen. Das andere sind halt alles Cosmetic-Items. Die braucht man halt nicht, ne? Und für dieses Item braucht man dann halt... ne, das ist die Erinnerung. Moment, wo ist das Legendary-Ding? Das müsste eigentlich hier auch dabei sein. Beziehungsweise wahrscheinlich ist das... kriegst du das erst, wenn du dann die Kampagne abgeschlossen hast, ne? Auf 5 war es, glaube ich, was dran stand. Jetzt gucken wir nochmal. Genau. Hier, genau, da brauchst du den Kampagnenfortschritt, sonst kann man das gar nicht bauen. Gut. Dann haben wir uns das alles soweit angeguckt, dann würde ich sagen, holen wir das Gold noch raus und dann müssten wir ja sehen, was wir jetzt overall noch haben. Also jetzt sind wir bei 77.679.000. 77.679.000. Gut, dann haben wir jetzt Plus gemacht. Also wir sind jetzt overall bei 103 Millionen, also sind wir über die 100 Millionen drüber. Haben jetzt Plus gemacht 6,2 Millionen. Und wenn wir die Konsumausgaben rauszählen, hätten wir in Anführungszeichen sogar 9,5 Millionen Plus gemacht. Da bin ich eigentlich ziemlich zufrieden mit. Dafür, dass eigentlich eine relativ gute Flaute war. Und ja, war sogar dann auch deutlich besser als den letzten Zeitraum. Ne? Haben wir ein gutes Stück mehr gemacht. Und ich hoffe, dass jetzt die nächsten 4 Wochen
noch ein bisschen besser werden. Ich hoffe zumindest, dass es ein gutes Stück besser wird, denn wir haben ja dann die Geschichte, dass wir wahrscheinlich jetzt in einer halben bis Woche die blauen Items herstellen können und dann in 2 Wochen gut dann halt erst die Legendaries bauen können. Also werden wir mal sehen, wie es dann aussieht. Gut, dann sind wir eigentlich damit durch. Wir sehen uns dann in 4 Wochen wieder, wenn es wieder heißt Goldtagebuch. Und ja, damit verabschiede ich mich für die kleine Aufnahme. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.